Buonasera, buonasera, bonsoir und einen schönen guten Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen Digital Concert. Heute zusammen mit den Stubete am See. Und zwar habe ich hier bei mir heute das Trio Ambeck. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute da seid. Die Stubete am See, wir sind genau eine Woche vor einem grossartigen Festival am 29. und 30. August aus der Tonhalle Maag. Und Sie können sich heute und morgen Ihr Ticket auch online sichern unter www.stubetenamsee.ch. Danach können Sie selbstverständlich auch an die Abendkasse gehen. Und es erwartet Sie ein unglaublich reichhaltiges Programm an diesem Festival. Nämlich 14 verschiedene Ensembles treten dort auf. Und eines von diesen Ensembles eben ist das Trio Ambeck, das ich hier bei mir habe. Und zwar zusammen mit dem Markus Flückiger am Schweizer Örgeli, dem Pirmin Huber am Kontrabass und dem Andreas Gabriel an der Geige. Herzlich willkommen nochmal. Hallo. Hallo. Es ist ja ganz toll, ihr heisst Ambeck. Da habe ich mir natürlich gerade mal gedacht, wie kommt es eigentlich zu diesem Namen, lieber Markus? Also wir haben einfach ein Wort gesucht, ein gutes Wort, das schön klingt. Und Ambeck bedeutet in der Innerschweiz Scheitbock. Also dort, wo man das Holz spaltet. Ja. Wir haben gefunden, das passt zu uns. Es ist, wir haben alle so ein bisschen holzige Instrumente. Ist wahr, natürlich. Ja. Ja, und sind gerne am Scheiten. Wunderbar. Musikalisch am Scheiten. Wunderbar. Also ich freue mich schon sehr, von euch mehr zu hören heute Abend. Und zu diesem Programm, lieber Andreas, was erwartet uns heute Abend? Es ist ja ein vielfältiges Programm. Ich habe noch mal ein paar Titel gesehen. Da kommen auch Namen vor. Ich glaube, Magdalena und Prise ist auch noch so etwas. Dann habe ich auch gerade schon wieder ein bisschen Assoziationen gehabt. Was erwartet uns heute Abend? Ja, Musik erstmal. Recht spannend, verschiedene Musik. Und wir werden sehr traditionell anfangen. Also so wirklich urchig schweizerisch. Was wir alle lieben zum Spielen, so ein zum Dreikommen auch. Ja. Und dann werden wir eben Eigenkompositionen spielen. Ja, zu den Titeln sagen wir vielleicht noch etwas. Ja, wunderbar. Kannst du noch nachfragen? Ja, sicher. Aber dann werden wir mal schauen, was kommt. Also wunderbar. Urchig und dann weniger urchig. Ich bin also sehr gespannt. Sehr verehrte Damen und Herren, ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam rein und nehmen vielleicht noch ein letztes Auge von dieser wunderbaren Abendstimmung hier in Wittiken am Zürichsee. Und dann sind wir gerade drinnen für Sie da. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Wow, sehr verehrte Damen und Herren. Währenddessen das Trio Ambeck noch ganz kurz durchschnaufen und bevor ich dann mit meiner ersten Frage dann gerade zu Ihnen gehe, was für ein Anfang, oder? Was für ein super Start in das heutige Digital Concert da mit dem wunderbaren Trio Ambeck. Wir haben ganz verschiedene Musik gehört. Das erste Stück hat, glaube ich, Ambeck geheissen. Und dann das dritte Stück, ein Balladenwalzer. Ich bin mir relativ sicher, dass sich in diesem Stück schon relativ viele Paare näher gekommen sind, auf oder neben der Tanzfläche. Wer von euch hat das Stück komponiert? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe es mir halb gedacht. Einer muss ja der Romantiker sein, oder? In dieser Gruppe. Darum jetzt also doch, lieber Pirmin, zu dir. Was hat dich da inspiriert zu diesem Stück? Wie bist du da dazu gekommen? Ich meine, dem wunderschönen Intro am Anfang und dann auch, wie du die Töne so schleifen lassen hast. Also mich hat das mega beeindruckt. Ja, ich habe mich da von verschiedenen Perlen inspiriert. Nein, das ist mir einfach so in den Sinn gekommen und ich habe weitergemacht und die Stimmung weiterentwickelt. Also wahnsinnig schön, sehr verehrte Damen und Herren. Und als letztes Stück haben wir jetzt auch ganz Tolles gehört. Das hat mich so erinnert, fast wie an einen Bolero mit so einem unglaublichen Crescendo. Und es wird immer lauter und immer intensiver. Also ich würde sagen, die drei Jungs haben sich richtig eingeruft. Lieber Markus, jetzt komme ich da ganz kurz zwischen euch. Lieber Markus Flückiger, wir haben ja vorher von Holz geredet. Jetzt hätte ich gedacht, dass der Pirmin eigentlich am meisten Holz dabei hat. Aber ich sehe, du hast also auch nicht wenig. Eine ganz doofe Frage. Das sind drei verschiedene Örgeli. Ich sehe auch so ein bisschen wie, die eine sieht ein bisschen am dicker aus, vielleicht die, die du in der Hand hast. Was ist so der Unterschied von diesen drei? Magst du uns vielleicht kurz etwas dazu sagen? Also, es sind alles alte Instrumente. Und zwar sogenannte diatonische Instrumente. Das heisst, man kann nur ein paar Tonarten, fünf, sechs Tonarten, die wirklich gut gehen zum Spielen, und dann wird es kompliziert. Und darum habe ich drei, die auf verschiedene Tonarten gestimmt sind, damit ich nicht zu viel üben muss. Herrlich, sehr verehrte Damen und Herren. Sie sehen also die wunderbare Selektion. Und jetzt wäre noch meine Frage an dich, lieber Andreas, bevor es dann gerade weitergeht. Muttital. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal davon gehabt, heute Abend. Es ist ja fast schon eine Marke geworden, oder ist schon fast eine Marke. Jetzt aber doch meine Frage, wir haben vorhin draussen kurz geredet von Muttitaler Tanz, oder von der Muttitaler Musik vielleicht. Jetzt wäre meine Frage, wie kommt es dazu, dass aus so einem kleinen, abgelegenen Tal, übrigens wunderschönen Ort, bin auch schon mehrfach dort gewesen und durfte die wunderbare Bergwelt auch erleben, wie kommt es echt, dass so viele interessante, spannende Musiker aus so einem Ort kommen? Kannst du dir das erklären? Gibt es da irgendwie einen Ansatz? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, man weiß es nicht. Sie sind vielleicht einfach sehr bei sich geblieben. Ich denke, dass in all diesen Tälern, in vielen anderen Tälern, jetzt auch ganz tolle Musik und Musiker gegeben. Aber sie sind vielleicht die, das ist jetzt einfach meine Hypothese, sie sind die, die am traditionellsten bei ihrem Blube sind. Also vielleicht eine gute Art vom konservativen Denken, oder? Da behalten wir an seine alten Melodien. Mhm. Genau. Ja, wunderbar. Jetzt noch die letzte Frage. Jetzt kommen die nächsten Stücke Preise. Ist das nächste Stück, das wir hören, sehr verehrte Damen und Herren. Und dann, ich muss gerade kurz spinzeln, Hesigen? Hesigen, ist das ein Ort? Also ist es so, Brise ist ein Berg. Ja. Hesigen ist auch ein Berg, oder? Was ist Hesigen? Ein Ort. Das ist eigentlich ein. Also Brise ist einfach ein Berg, den ich sehr liebe. Der ist bei mir in meiner Heimat Nidwalden Staaten. Und das ist so ein Sehnsuchtsberg. Darum ist es zu dieser Melodie gekommen. Und Hesigen ist auch ein Ort, das hat Markus geschrieben, wir müssen jetzt eher mehr dazu sagen. Willst du etwas dazu sagen, Markus? Also die Hesigen ist ein Ort im Muttital und gerade nebenan habe ich mein Atelier und dort sind wir etwa die am Proben. Sehr schön, sehr verehrte Damen und Herren. Und dann als drittes Stück noch in diesem zweiten Set jetzt Stöpsel.
Dazu werden wir dann nachher sicher noch etwas erfahren. Sehr verehrte Damen und Herren, geniessen Sie jetzt also weiterhin das Trio Ambeck hier bei Digital Concerts. Viel Spass!
Thank you.
Sehr verehrte Damen und Herren, da lupft ja fast das Dach von unserer Hütte. Was für ein Groove von dem Trio Ambeck. Ich bin einfach fasziniert. Das ist unglaublich, was wir da erleben. Ich bin absolut begeistert, wie neue Schweizer Volksmusik kann tönen. Das hören wir da heute Abend. Ehrlich gesagt, es ist mir bei euch hinten fast wohler gewesen. Ich komme gleich wieder zurück zu euch. Da hinten ist es so wohlig warm, oder? Jetzt zu einem ernsten Thema. Eure CD. Wo kann ich die kaufen? Ich glaube, auf eurer Webseite kann ich die bestellen. So viel es mir ist, www.ambeck.ch. Ich weiß es also schon. Und zwar ist letzten November haben die eine rausgebracht mit dem Titel «Kreiselheuer». Wie ist es da dazu gekommen? Ja, man muss ja dann alle einen Titel haben für eine CD, oder? Und wir haben ein Stück im Programm, das heisst «Kreiselheuer». Das haben wir jetzt heute leider, weil wir ein bisschen gekürzt das Programm spielen, kommt das heute nicht. Aber das ist so ein Stück, wo so liert. Es tönt also wirklich wie ein, so einfach ein Kreiselheuer, der sich einfach immer dreht und irgendwie nicht vom Fleck kommt. Also ein Surli, würde mir sagen. Ja, ein Surli, eine Art. Okay. Und so haben wir dann die CD getauft. Okay. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir ja wirklich drei unglaublich auch unterschiedliche Stücke gehört. Die nächsten zwei, das erste heisst Loop. Ich nehme mal an, Nomen ist Omen. Also das wird wahrscheinlich sich etwas wiederholen werden in diesem Stück. Weißt du da dazu etwas? Ja, ich habe es mal geschrieben. Also, habe ich gerade richtig verwünscht. Aber ich weiss nicht mehr, wie ich drauf komme. Also es trüllt sich etwas und es ist irgendwie 13 gegen 12, aber ich weiß es eben auch nicht mehr genau. Es ist sehr wirr. Also der Kreiselheuer, der noch etwas mehr Heu aufkreiselt. Wunderbar, herzlichen Dank, lieber Andreas. Und dann zum Abschluss ein oder der oder die Magdalendler. Ich weiß nicht, um was geht es dir? Ja, die Magdalena ist am Andi seine Frau und er hat ihr anscheinend den Ländler geschrieben. Darum heisst er nicht Magda Ländler, sondern Magda Lindler. Wunderbar. Sehr verehrte Damen und Herren, hören Sie also jetzt weiter mit dem Trio Ambeck. Wunderbare Musik da aus dem Atelier Klang und Raum in Wittiken am See. Viel Spass.
würde ich sagen, herzlichen Dank, liebe Magdalena, für das wunderbare Stück. Herzlichen Dank, liebes Trio Ambeck. Herzlichen Dank, dass ihr heute Abend da bei uns sind. Und Sie, sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie mehr solche tolle Schweizer Volksmusik hören wollen, dann können Sie, wie gesagt, am 29. und 30. August zu der Stubete am See in die wunderbare Maghalle, Tonhalle Mag in Zürich. Verpassen Sie es nicht, sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket. Und wenn Sie wollen, so eine Konzertserie wie die Digital Concerts, die wir sind, unterstützen, dass es weiterhin solche Konzerte gibt, dann können Sie das auch machen auf unserer Website www.digital-concerts.ch. Sie finden auch einen Link direkt zu unserer Spendenseite-Unterstützung auf YouTube, auf Facebook, auf allen unseren Kanälen. Abonnieren Sie unseren Instagram-Kanal und dann erfahren Sie auch ganz vieles zu dem dazu. Ja, das wäre es ja eigentlich schon fast gewesen, aber hättet ihr echt nicht noch etwas? So ein kleines Bettmümpfeli oder so. So ein kleines, eine kleine Zugabe. Ich meine, es macht einfach zu viel Spass mit euch. Also ich glaube, das war ein Nicken gewesen, oder? Sehr fett an der. Also sie kommen jetzt einfach nicht raus, oder? In dem Sinn wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche, einen wunderbaren Rest von der Woche. Heben Sie sich Sorge. Und bis ganz bald bei Digital Concerts. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.